Wir haben den Nachmittag am Tag vor der OP. Morgen geht's los. Ein bisschen aufgeregt bin ich immer noch, obwohl das jetzt schon meine dritte Kreuzband-OP ist und ich eigentlich ziemlich genau weiß, was auf mich zukommt. Trotzdem gibt es ein paar Sachen, an die man denken muss, neben Klamotten, Kulturzeug, vielleicht ein Buch, das man mitnimmt. Hasta la vista, Bayern Finalista! Oder in meinem Fall ein Gameboy mit Mario. It's me, Mario! Eure MRT-Bilder müsst ihr mitbringen, dazu Krücken, Thrombosestrümpfe, falls ihr habt. Wenn nicht, wird das per Rezept dann besorgt oder vom Krankenhaus gestellt. Aber es gibt dann noch eine Sache, die mir beim ersten Mal nicht gesagt worden ist. Beim zweiten Mal habe ich es vergessen. Und an die ihr denken solltet, würde ich meinen, das Knie muss rasiert werden. Das sieht zwar jetzt auch nicht besser aus, wenn man es selber macht. Und die Alternative ist, auf einem OP-Bett von einer vielleicht ganz gut aussehenden Krankenschwestern eine Hilfestellung zu bekommen. Muss jetzt jeder selber wissen, ob er das möchte. Ich sag nur Einwegrasierer, Trockenrasur, gegen den Strich. So sehen heute übrigens die Narben aus. Hier eine relativ langgezogene Narbe und dann ein, zwei kleinere. Und das reicht dann schon für diese durchaus komplizierte Operation am Knie aus. Ich darf jetzt 6 Stunden vor der OP nichts mehr essen. Meine geht um 11 los, das heißt ab 5 Uhr, das heißt heute Abend esse ich das letzte Mal etwas. Trinken 4 Stunden vorher, auch nicht mehr rauchen für die, die rauchen.